Die sind schon da. Nanu, was sagt man dazu? Anscheinend ist es dann wohl doch wahr. Bittet und so wird euch gegeben. Nur wie? Habt ihr überhaupt den Schutzschild überwunden? Die Frage stellst du am besten mal deinem unsichtbaren Freund. Das mache ich vielleicht sogar. Oh, ihr seid gekommen, um mich auszulöschen, wie ich sehe. Was denn? Schon wieder? Ja, nur noch eine Frage. Wieso warst du hinter dem Baby her? Was hätte dir sein Tod gebracht? Damit bezweckte ich nur, euren Leibwächter ein wenig von euch abzulenken. Ach, übrigens, wie geht's Leo denn so? Ich hoffe mal, er leidet höllische Qualen. Ja. Ich finde, wir sollten uns erstmal eure Ängste ansehen. Na, das ehrt mich ja. Eure größte Angst ist die, dass euren Neffen Gefahr droht durch mich. Wie rührend. Natürlich lähmt euch diese furchtbare Angst. Dagegen seid ihr machtlos und ich glaube kaum, dass ihr das vergessen habt. Wir haben es nicht vergessen. Aber wir wissen, dass unser sehnlichster Wunsch unsere größte Angst überwinden kann. Und unser sehnlichster Wunsch ist es, unsere Neffen vor dir zu bewahren. Oh, ihr wisst, ich komme immer wieder. Denn die Angst stirbt nie. Du hast mich reingelegt. Daran kann ich mich nie satt sehen. Tja, mit wem hat er vorhin nur geredet? Keine Ahnung. Ich will's gar nicht wissen.